Das klappt. Jan, mein Lieber, bist du lieb und bringst mal eben Müll raus? Warum denn nicht? Es macht keinen Spaß, ne? Sind wir uns einig? Nee. Leon, wie sieht's bei dir aus? Bist du ein ordentlicher Mensch? Ja, ich achte schon sehr auf Ordnung. Nee, aber ohne Spaß. Tatsächlich? Ich achte wirklich auf Ordnung. Müll rausbringen macht mir aber gar keinen Spaß. Gibt es irgendwelche Ideen, die ihr habt, wie das Spaß machen könnte? Irgendwie eine Verbindung zwischen Tür und Müll? Oder? Ja, oder wenn man so eine Greifzange nimmt, wo man trotzdem liegen bleiben kann und einfach die Greifzange dann den Müll aufheben kann und einfach in so eine Art Rohr schmeißen kann, was direkt zur Mülltonne läuft. Direkt zur Mülltonne? Das wäre gut. So, spinnig. Cem, was ist denn hier los? Hast du sie noch alle? Du brauchst doch keinen Feuerlöscher hier in deinem Zimmer. Bist du wahnsinnig? Doch kein Kinderspielzeug. Aber Druck ist drauf. Und vielleicht kann uns der Druck ja gleich beim Müllbeseitigen behilflich sein. Erstmal basteln wir uns ein Rohrsystem. Es muss lang genug sein, damit es bis zur Mülltonne reicht. Weil wir gleich vor allem bequem unseren Müll entsorgen wollen, führen wir das Rohr bis zum Kopfende vom Bett. Okay. Guck mal hier, was ich hier habe. Oh, geil. Deine Aufgabe ist, du gehst bitte zur Mülltonne und guckst, ob das Ganze funktioniert. Okay. Die Müllabfuhr ist da. Jetzt tun wir da rein. Sehr gut. Das sieht schon mal gut aus. Dann. Drauf. Los! Oh! Hat funktioniert? Ja. Geht jetzt rein! Die Entdeckung! Vollgas! Habt ihr das gesehen? Cem, bist du mal? Ja, auf jeden Fall. Viel Spaß. Ja, dir auch. Du drückst, ich halte. Fertig, los! Was war das denn? Warte. Auf die Plätze, fertig. Wow. So, und jetzt schnell noch der letzte Schuss, bevor der Papa nach Hause kommt. Oh, Jungs, ich bin beeindruckt. Das sieht ja richtig super aus. Da staunst du, ne? Und wir hatten Spaß, Männer, oder? Ja. Und definitiv. Könnte nicht besser laufen. Die Jungs sind zufrieden, der Papa ist zufrieden, nur der Tommy ist noch nicht zufrieden. Und deswegen setzen wir jetzt noch einen drauf. Mama! 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 Sag mal, was gibt's zu essen? Ist der Papa noch nicht da? Okay, ich gehe in mein Zimmer. So. Und dann, was der Junge nicht ahnte, der Papa kommt nach Hause. Nein, nein. Mich auch noch. Die Tür geht auf. Was zum Teufel ist hier passiert? Ich glaube, ich spinne. Die Tür geht wieder zu, Jungs. Und wir stehen da und sagen, Mistverdammter, das müssen wir jetzt ausbügeln. Wir könnten ja irgendwie hier so ein bisschen noch Wasser drauf machen. Und dann könnten wir so wie so eine Wasserrutsche machen und den Dreck dabei aufhängen. Alter. Nein, ich wusste das. Das ist eine super Idee, ist das! Und weil der Boden aber wirklich ganz schön dreckig ist, versorge ich Cem und Leon mit allen Putzmaterialien, die ich auftreiben konnte. Okay. Ey, du bist ein Pinguin-Punker. Ich mach den Pony. Keine Stelle des Körpers darf frei bleiben, damit immer ein Putzgerät Bodenkontakt hat. Halt mal. Ich muss mal die Kapuze auf. Lass mal die Kapuze. Jetzt noch alles ein bisschen anfeuchten, Spüli drauf und los geht's. Okay. Genau. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Genau. Ja. Los. Und jetzt wird das ordentlich mal richtig sauber hier. Genau so hat mir das vorgestellt. Oh, ja! Alter! Oh, das ist cool, Mann! Boden putzen und Spaß dabei haben. Das ist die perfekte Mischung. Zumindest bis der Papa nach Hause kommt. Was ist hier los? Ich glaube, ich werde wahnsinnig. Du sollst es sauber machen, so. Was ist mit deinem Kumpel hier? Ich glaube, es hackt.
Und jetzt sage ich dir, die Jungs, die sind glücklich. Und der Papa stinksauer. Und der Tommy, ha, der ist ganz zufrieden, aber doch nicht über alle Maßen happy. Und deswegen legen wir noch einen drauf. Vielleicht müssen wir zurück irgendwie mal zu unserer ursprünglichen Herausforderung. Wir wollen so schnell wie möglich unser Zimmer aufräumen. Stehe ich auf dem Stuhl. Cem? Alter, was ist denn mit dir los? Wie heißt die Dinger nochmal? Teppichmesser. Ach, Teppichmesser. Willst du alles unterm Teppich kehren, oder? Nee, das nicht. Alles in den Teppich kehren. Oh, das ist der Papa. Schnell jetzt, das muss schnell gehen. Jetzt muss alles schnell. 2 Sekunden. Nein, nein, nein. So, so, und jetzt hat's aber lange noch. Ey! Sohnemann! Das war jetzt der Papa. Und der Papa, der hat für sowas keinen Blick, aber wenn das die Mama gewesen wäre, die hätte sofort gewusst, hä, der Teppichboden ist weg, und dann wäre es richtig stinkig gewesen. Ich hätte gesagt, wenn der Teppich jetzt weg ist, dann reißen wir einfach den Boden raus. Wie wäre es denn, wenn wir den Boden einfach nach oben heben? So einen doppelten Boden. Damit die Möbel dabei nicht nach oben fahren, sägen wir die Standflächen am Boden aus. Mit Schwerlastgurten und unserem Kranhaken sollte sich der Boden gleich hoffentlich anheben lassen. Herein? So, mein Sohn. In komm. Einer Minute komme ich rein. Und dann sieht das da drin picobello aus. Verstanden? Okay. Ach, das ist eine Minute. Hier, mach das Ding hoch. Beine hoch, Schneidersitz. Okay, bereit? Okay, und hoch. Wenn das klappt. Oh. Kann man die Füße einziehen? Ja, Füße ist gut. Boah, ey, das klappt. Oh, ach so. Junge. Der Boden. Der hoch mit dir hoch. Weiter hoch jetzt. Der Papa kommt gleich. Es gibt kein Zurück mehr. Das klappt. Das klappt. Das klappt, Junge. Das klappt. Augen zu und durch. Oh. Stopp, stopp, stopp. So, mein Sohn, ich komme. Diese Entwicklung, die du in letzter Zeit durchgemacht hast, die ist wirklich atemberaubend. Und wisst ihr, was das Beste ist? Ihr seid glücklich, der Papa ist glücklich und der Tommy ist jetzt auch glücklich, denn es war ein sehr ereignisreicher Tag. Danke euch, Jungs. Sehr schön. Zu Hause noch einbauen lassen. Müssen wir machen, ne? Ja, definitiv. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und kommentiert ganz, ganz fleißig und lasst uns ein Like da. Und wenn ihr Ideen habt für coole Experimente, lasst uns wissen. Euer Checkpoint-Team.